Guten Morgen, liebe Sonnenköppe, der Dessau-Streuner ist wieder unterwegs. Und wie im letzten Video versprochen, geht es jetzt weiter durch den Grüngürtel des Nordens der Stadt. Lutz geht es hier an der Jagdbrücke, über die ich schon gesprochen habe, Richtung Landhaus. Jeder Dessauer sollte das Landhaus kennen. Es gehört zum Weltkulturerbe, denn der Biergarten, den gibt es bereits seit 1768 und ist damit wahrscheinlich der älteste im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Das 1883 im englischen Stil gebaute Landhaus bietet mit seinem Biergarten, mit Live-Musik in seinen fremden Zimmern den Reisenden schon seit jeher Stärkung und einen Rastplatz. Heute ist es ein beliebtes Wanderer- und Fahrradausflugsziel wegen seiner schattigen Lage und dem guten Kuchen und mit diversen Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung. Zurzeit ist alles noch im Winterschlaf, aber ich hoffe, es geht bald wieder los. Ein Ausflug durch die kühle Allee lohnt sich sicher. Hier rechts ist das Baudenkmal Stillinge. Die Stillinge war ein ehemaliges städtisches Freibad, aber wegen der Wasserqualität und Kosten nicht wirtschaftlich genug. Bis zuletzt war auch noch die Gaststätte geöffnet, wo die Kleingärtner der angrenzenden Kleingartenanlage und Ausflügler sich trafen. Hier war ich als Kind im Sommer oft baden und mit meinem Vater zum Angeln. Heute ist es ein Vereinsgelände mit schönen Kabinen und Angelgewässer. Der Strand ist voll Schilf und baden kann man nur auf eigene Gefahr. Aber fahren wir weiter zum Schillerpark. Hier überqueren wir die Gleise der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn. Und dann liegt links dieser kleinen Straße schon der Park. Aus Gänse- und Schafweiden und einer Lehmgrube wurde 1872 nach Schließung der Amtsziegeleien die Lehm von dort bezogen. Der jetzige Schillerpark. Dazu schrieb man einen Wettbewerb an alle deutschen Gartenkünstler aus und im Winter 1904 begannen schon die Arbeiten und 1905 war schon mal der Teich fertig. Weil aber zum großen Teil Arbeitslose beschäftigt wurden, die nur in den Wintermonaten zu einem Stundenlohn von 28 Pfennigen arbeiten, zogen sich die Arbeiten sehr in die Länge und es dauerte 10 Jahre, bis er fertig war. Die letzte Fläche, die fertig wurde, wurde zum Schillergarten ernannt. Und das ist hier dieses Viereck. Und aufgrund des 100. Todestags Friedrich Schillers wurde hier ein Gedenkstein errichtet. Und dieses Viereck hier hatte Wege und Parkbänke und wurde Schillergarten genannt.
Der Rhododendron-Hain ist jetzt noch nicht in Blüte, also halten wir uns links in Richtung Schillerturm. Der wurde 1915 als Bismarckturm eingeweiht, ja klar. Graf von Bismarck-Schönhausen, Fürst von Bismarck, Herzog von Lauenburg und der erste Reichskanzler mit 23 Jahren Amtszeit, auch der längst dienende. Allerdings wurde er ja nicht gewählt, sondern vom Kaiser ernannt. Der Turm ist 12,50 Meter hoch mit einer Feuerschale oben auf. 1955 nach dem Krieg wurde das Relief von Bismarck gegen ein Schiller-Relief ausgetauscht und der Turm und Park wurden zum Schillerpark umbenannt. Das Schiller-Relief aus Sandstein wurde vom Bildhauer Propf aus Köthen gemacht. Besonders beliebt war der Berg natürlich auch als Rodelberg im Winter. Dieser Findling hier neben dem Turm trägt das Zitat: ans Vaterland, ans Teure schließ ich an und halte fest mit ganzem Herzen. Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft. Das stammt aus Schillers Stück Wilhelm Tell. Und hier links kommen wir zum Sportplatz am Schillerpark. Er ist die Spielstätte des Fußballvereins SV Dessau 05 und er bietet ungefähr Platz für 5000 Zuschauer. Die Oberligaspiele des SV Dessau 05 wurden allerdings im Paul-Greifzu-Stadion Dessau ausgetragen. Auch hier zurzeit ziemliche Ruhe. Zurück zum Park. Hier ist der schöne Schillerteich zu sehen. Hier weiß ich noch, dass wir früher oft gerne zum Späne- und Entenfüttern hergekommen sind. Auf der linken Seite ein Spielplatz mit viel Schatten durch die hunderte Jahre alten Rostkastanien. Das war auch ein wichtiger Platz in meiner Kindheit. Wenn man von der Schillerstraße in den Schillerpark kommt, dann wird man von der schönen Aussicht aus der Pergola über den Teich begrüßt.
doch nun in den Stadtteil Dessau dort. Hier lebten reiche Kaufleute und Bürgerliche um 1920. Viele Villen und herrschaftliche Häuser zeugen davon. Dort vorne kommt man auf die Albrechtstraße, die Nordeinfahrt von Dessau. Und hier war früher die beste Konditorei der Stadt, das Café Altmann. Mit Terrassenbedienung und Außerhausverkauf. Hier stand immer eine Schlange von Wartenden, um sich den leckeren Kuchen für zu Hause mitzunehmen. Heute ist es ein Steakhaus, aber die Anlage ist noch immer sehr schön. Jetzt überqueren wir die Albrechtstraße, eine der größten Hauptstraßen Dessaus, und bewegen uns in den Funkplatz. Der Funkplatz bekam seinen Namen von Dr. Friedrich Funk, der von 1884 Oberbürgermeister von Dessau war. Er war auch geheimer Regierungsrat und Abgeordneter im Landtag. Und als 1897 ein Hochwasser die Stadt verwüstete, wurde er dafür ungerecht verantwortlich gemacht, worauf er Selbstmord beging. Hier bin ich aufgewachsen. Der Biberbrunnen war unser Kletterturm. Ich kann mich aber nur an wenige Tage in diesen ganzen Jahren erinnern, dass dort aus den Spritzdüsen überhaupt mal Wasser gekommen ist. Die alten Leitungen sind einfach nicht zu bändigen. Dort hinten auf diesen Steinbänken haben wir auch oft gespielt. Hier kommt man raus aus dem Funkplatz und dort hinten ein paar Meter weiter ist schon wieder ein alter Park, der sogenannte Werderpark. Hier sieht man tatsächlich noch die Fundamente des ehemaligen Pissoirs, was man Ende der 50er Jahre schon abriss. Die Spielplatzinitiative Dessau kümmert sich heute etwas um den Park. Jetzt bewegen wir uns am ehemaligen Gleisbett der Dessau-Welle zur Eisenbahn. Hier liefen die Gleise entlang. Heute ist hier das Umweltbundesamt. Wenn man hier jetzt aufpasst und nicht zu schnell fährt, entdeckt man hier rechts ein Großfeldkreuzworträtsel. Man fehlt nur noch ein Stück Kreide und ein kluger Kopf und man könnte sich einige Zeit damit beschäftigen. Aufsitzen und weiter geht's am Umweltbundesamt, kurz UBA genannt. Es
ja die zentrale Umweltbehörde der Bundesrepublik Deutschland. Der Hauptsitz ist seit 2005 hier in Dessau. Alles, was mit Umwelt zu tun hat, läuft also hier zusammen. Und hier, wo früher die Wörlitzer Eisenbahn fuhr, ist heute Fußweg. Vom Bahnsteig ist nur noch die Überdachung zu sehen und ist nun der Fahrradständer für die U-Bahn-Mitarbeiter. Und das Bahnhofsgebäude ist denkmalgeschützter Teil des U-Bahn. Heute fährt der Zug vom Hauptbahnhof ab und besteht aus einem Triebwagen, der in der Saison alle 2 Stunden, 4 bis 6 Mal am Tag zwischen Dessau und Wörlitz auf der historischen Strecke pendelt. So, wenn wir hier aus dem Tunnel kommen, sehen wir den Hauptbahnhof. Der gesamte Vorplatz ist neu angelegt worden mit großzügigem Bus- und Straßenbahnplatz. Und hier rechts zwischen den 2 Gebäuden geht es zum Nebengleisbahnsteig der Dessau-Wörlitzer Eisenbahn. Dort fährt sie mehrmals täglich in der Saison ab. Und damit möchte ich mich heute von euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund, euer Dessau-Strömer.